Ein Männlein steht im Walde ganz still und unbewaffnet. Was ist das denn hier? Gut. Wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, dass wir uns diesen wunderschönen Sonnenuntergang angucken. Ach, ist das nicht schön? Ha. So kann man eigentlich schöne Screenshots machen, nur unten rechts diese GUI, also dieser Mageninhalt, da, das wäre gut, wenn man den irgendwie abschalten könnte. Bei Minecraft geht das, glaube ich. Kann man nämlich die HUD abstellen und schöne Screenshots machen. Lecker. So, das war's mit dem Busch. Ja, wir wollten uns in dieser Folge noch das eingeborene Dorf näher ansehen. Ich habe in der letzten Folge jede Menge Seile geholt. Und stellt sich natürlich jetzt die Frage, ich habe gespeichert, ob jetzt wieder Seile drin hängen. Tatsächlich. Das ist sehr praktisch. Deswegen werden wir jetzt mal eine Falle bauen und uns das Seil direkt dann quasi wieder auffüllen. Und dann werden wir mal schlafen gehen, würde ich sagen. Denn hier brauche ich Seile. Fünf Seile, ey, bitte, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Oh, ich sehe überhaupt gar nichts mehr. Das ist natürlich doof. Dann gehe ich erstmal was schlafen, würde ich sagen. Gute Nacht. Wollte eigentlich noch die Falle schnell aufbauen, bevor wir uns dann wieder in das Getümmel stürzen. Können wir die drehen? Ja, das ist gut. So, die bauen wir einfach mal hier hin. Ich habe immer noch vier Seile. Das verstehe ich nicht. Ich brauche nur noch fünf Baumstämme. Komisch. Ich dachte, ich brauche Seile. Seltsam. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Na. Gut, hat super. 1000 Bäume stehen hier rum und ich schnapp mir genau den, der kaputt ist. Naja, der tot ist, wollte ich eigentlich sagen. So. Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben auf meine To-Do-Liste, eine Falle bauen, denn laut Changelog ist die resettet. Also das heißt, also nicht, die ist resettet, sondern die kann man resetten. Fall bloß in die richtige Richtung. Nein, das. Ich könnte kotzen. Also gerade so eben noch. Das war aber knapp. Weil das E drücken für Bäume aufsammeln und essen ist ein bisschen, ja, kritisch, wenn man gerade daneben steckt und ein Baum, was war jetzt, einen Baum aufsammelt, dann kann es durchaus sein, dass man auch mal die Beeren futtert. So, und ich wollte noch was nachreichen. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was es mit diesem einen speziellen See auf sich hat. Das ist ein See, ein etwas größerer See. Kann ich eigentlich umschubsen? Genau. Boah, die Engine ist super. Boah, ist das nicht ein toller Sonnenaufgang? So, jetzt haben wir viel zu viele Bäume. Es macht aber nichts. Also Baumstämme, besser gesagt. Einen brauchen wir noch, dann schnappen wir uns den hier direkt. Und die ist fertig. Krass. Ich speichere gerade mal, denn laut Changelog soll der Trigger auch durch uns auslösbar sein. Also dieser Fallen. Ne, tut's nicht. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich es falsch gelesen habe. Ich bin nur etwas irritiert, dass ich immer noch vier Seile habe und laut dem Survival Handbook. Das brauchen wir nicht mehr. Laut dem Survival-Handbuch brauchen wir fünf Seile dafür. So, ich habe enormen Hunger.
Und in der letzten Folge haben wir also nichts gefunden, was wir irgendwie futtern können oder einsammeln können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Denn sonst haben wir echt ein Problem. Und ich suche gerade meine Feuerstelle. Ich stehe genau da drauf. Es macht nichts. Sehr schön. So, mal ordentlich einfeuern. Ich würde vorschlagen, ich gönne mir mal einen Fisch. Denn die haben wir nämlich eben gefangen. Oder in der letzten Folge. So. Ich finde das sehr schön, dass diese Blätter runterfallen. Das gibt so ein gewisses Flair. Und ich wäre eigentlich schon fast dafür, dass diese Essenstaste tatsächlich eine andere Funktion bekommt, außer E, vielleicht R oder F oder sonst irgendwas. Denn man ist doch sehr schnell, wie gesagt, beim Baumfällen oder sonst irgendwas ist man dabei. Beziehungsweise, ich möchte ja vielleicht auch nicht unbedingt immer Blätter reinschmeißen, wenn ich dann etwas esse. So, Falle haben wir gebaut. Hervorragend. Ich hoffe, da geht jetzt gleich einer mal rein. Denn wir wollten ja testen, ob die. Na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ein bisschen hier Blätter sammeln. Pilze. Eine Flare. Wo kommt die denn her? Genau, das war jetzt zum Beispiel. Ich hätte gerne die Flare aufgesammelt, aber nicht unbedingt Pilze gegessen. Gut, die Pilze waren jetzt gut, aber es gibt ja auch giftige Pilze. So, Busch. 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 So, ich denke, wir haben jetzt wieder die Blätter. Obwohl, das hat sehr viel Blätter gekostet, dieses Temporary Shelter. Oh nein, jetzt steht da schon wieder einer. Egal. Sind dann Fische da? Hervorragend. Denn wir brauchen einen Nachschubfisch. Wir sollen auch einmal pro Woche Fisch essen. Wegen Fette, Vitamine und Herz-Kreislauf-Gedöns. Genau, wir gucken uns jetzt hier nochmal um. Das hatten wir bei der letzten Folge nicht ganz so geschafft, weil ja die Sonne schon untergegangen ist und wir hatten ja diesen kleinen Kampf mit den beiden Personen. Sind jetzt da gerade die Tische? Oh, da hat Feuer. Oh, 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 oh. Dann crafte ich mir doch gerade mal einen Bogen. Wie ging der nochmal? Stopp. Ah, es war eine Fackel. Mist, das wollte ich gar nicht. Seile? Stoff? Ne, 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 ne. Wie viel haben wir noch? Ah, super, noch 5. Hervorragend. Wir schleichen uns mal an. Ja, das war natürlich ein Satz mit X. Also jetzt reicht es aber hier. Wahrscheinlich ist da eine unsichtbare Wand drin. Also jetzt reicht es mir. Och Mann. Jetzt wollen wir mal hier Spaß haben. Und es funktioniert nicht. Da ist ja noch einer. Okay, Pfeil und Bogen. Check. Geht nicht. Schade. Da ist ja noch einer. Ach du lieber Gott, wie viele sind denn da? Verdammt! Oh nein! Wir haben schon 9 Minuten gespielt. Das war ein super Fall hier, ne? Der geht bis da hinten rein. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir könnten, oh, das ist auch eine gute Idee, eine Bombe bauen. Geld, das da und das Ding da. Equip. Und check. Entschuldigung. Das war gut.
Das machen wir nochmal. Das machen wir noch einmal. Also, das war dieser Buß, etwas Geld und ein Circuitboard. Das muss ich mal gerade schauen. Ist auch geil, dass das so rot blinkt, ne? Dass auch jeder das auch bloß sieht. Wo war denn nochmal diese eine? Also irgendwas ist hier sehr strange, dass diese ganzen Tische so rumfliegen. War hier noch einer drin? Oh, da waren ganz viele drin. Also, der Name Bombe wird hier tatsächlich korrekterweise, da fliegen Tische. Das muss ich gleich mal angucken. Aber ich brauche jetzt wieder ordentlich. Ach, Taschenlampe ist auch gut. Er hat ja versprochen, dass wir in die Höhlen gehen ab der Version 0.06. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Weil bald kommt die Version 0. Ja, gut, 2 Wochen, das dauert noch sehr lange. Die Version 0.07 raus. Und ich wollte eigentlich in den nächsten Folgen mal hier ganz gerne die ganze Insel mal erkunden. Systematisch mit der Karte. Ich habe mir eine Mod installiert. Ja, installiert. Ich habe die einfach mal aufgerufen. Die hat den Spielstand gepatcht. Ich bräuchte eigentlich. Ach, krass, das ist so geil, ey. Was soll denn das? Warum fliegen die da so rum? Das will ich gleich mal untersuchen. Aber ich glaube, einen Gegner haben wir noch. Nein, ich will doch keinen. Ich will keinen Rock tragen. Ich bin mir sicher, dass wir noch einen Gegner hier irgendwo haben. Ich bin immer noch etwas irritiert, dass hier. Was ist mit dem Tisch da los? Ey, da hat. Irgendwas ist hier gruselig. Oder ist noch ein Gegner? Da ist noch ein Gegner. Wir machen nochmal hier die Taktik angreifen. Erwischt. Aber es war aber ganz knapp. So, 3 Seile. Und was macht's? Das ist ja super. Da fliegen die Tische hoch. So, 8 Passagiere von 130 gefunden. Das könnte man sich natürlich jetzt auch mal als. Das ist hier die Lost Insel. Boah, ganz viele Taschenlampen. Super. Endlich Alkohol. Und eigentlich müssten diese Circuits-Boards eigentlich hier noch irgendwo rumliegen. Also in jedem eingeborenen Dorf habe ich die bisher gefunden. Deswegen war ich halt etwas verschwenderisch damit. Aber ich muss schon sagen, die haben es echt in sich. Das muss man sich merken. Den Kopf nehme ich mal mit, den kann man immer gebrauchen. Der geht gar nicht, oder? Wir können nur einen Kopf mitnehmen. Ich hatte gehofft, dass die Musik mal gefixt wurde. Aber anscheinend nicht. So, ein Riegel ist auch sehr schön. Was ich nicht so gut finde, ist. Aha, 9. Okay. Aber das kann nicht meine Hauptaufgabe sein. Oder ein Nebenquest vielleicht. Die ganzen Ach, genau, das. Erinnert mich wieder daran, was ich eben sagen wollte. An diesem bestimmten See. Soll es neue Höhlen geben? Was sind das für interessante Dinger? Die sehen aus wie fleischfressende Pflanzen. Uah, ekelig. Ekelig, ekelig. Guck mal, die kann ich auch bewegen, die Tische, ne? Wie gruselig. Tja, es wäre natürlich schön, wenn es da wirklich eine super Auflösung gäbe. Oder vielleicht sieht man irgendwann im Abspann mal, wie das zu diesem Massaker gekommen ist. Da stand aber eher hier ein größeres eingeborenes Dorf. Oh Gott, immer diese Tennisbälle. Ein größeres eingeborenes Dorf zu sein. Die hatten wir schon.
So, da hängen ein paar Arme zum Trocknen. Das sind leckere, ja, zum Fernsehgucken, ne? So ein paar Knabbersachen abends. Und ich denke, die Federn können wir auch sehr gut gebrauchen. Sehr schön. Alkohol können wir auch gut gebrauchen. Denn wir haben jetzt jede Menge Alkohol ausgegeben. Aber ich bin mir sicher, es gibt irgendwo diese Boards. Na, also, sag ich doch. Und wenn wir in die Höhlen gehen, ist das, glaube ich, schon sehr wichtig, dass wir uns ein paar Bomben basteln. Die uns dann vor größeren Schäden durch die Angreifer behüten. Weil die waren doch schon ziemlich wuchtig, weil ich habe den ja irgendwie verkehrt geworfen, die letzte Bombe. Und war hier gerade nicht nur ein Tisch? Oh, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, vor größeren Verletzungen uns schützen könnten, wenn man eine größere Sammlung an diesen komischen Mutanten, die irgendwie zusammenkleben. Gut, jetzt haben wir viel zu viel Zeit, glaube ich, verbraucht. Krass, jetzt gehe ich mal direkt dahin. Ist da irgendwas? Nee. Da ist gar nichts. So, ich brauche unbedingt eine Brause. Ich bin wirklich etwas... Ja. Etwas nachdenklich, denn mir fehlen einfach hier die ganzen Viecher, ne? Aber wir machen jetzt erstmal unsere Inselerkundung weiter.